Dribbelkünstler, Initiatoren, Fernschussspezialisten. Im offensiven Mittelfeld gibt es viele unterschiedliche Spielertypen. Und doch sind sie vor allem für eines angestellt: Torgefahr. An der Spitze der Kicker-Rangliste Mittelfeld-Offensiv steht einer der überragenden Spieler von Herbstmeister RB Leipzig, Marcel Sabitzer. Nachdem er jetzt im vergangenen Jahr eher unter seinem Niveau gespielt hat, weil er eine Verletzung aus dem Vorjahr oder eine lange Pause mit sich rumgetragen hat, in diesem Jahr ist er eigentlich der herausragende Spieler von RB Leipzig. Das liegt zum einen daran, dass er etwas weiter vorne spielt, das liegt zum anderen an Ballbesitzfußball, aber es liegt auch daran, dass er körperlich und mental wieder einfach in Topform ist und damit ist er in der jetzigen Rangliste einfach die Nummer 1 vor dem Schalker Harit, der sich auch sehr gesteigert hat, aber eben gerade international nicht Sabitzers Klasse nachweisen konnte. Marcel Sabitzer und Amin Harit, in ihren Mannschaften zwei tragende Säulen im Offensivspiel, schaffen es beide in die internationale Klasse. Im Gegensatz zu dem ein oder anderen Namen, den wohl jeder Fußballfan dort normalerweise auch einordnen würde. Marco Reus ist im weiteren Kreis, er war ursprünglich fürs Blickfeld benannt. Dann war, wie gesagt, ist er aber doch in den Kreis noch aufgerückt, weil zwar seine Durchschnittsnote oder seine Durchschnittsnote in der Hinrunde nicht besonders gut ist, was daran lag, dass er viele schlechte Spiele hatte, aber seine Scorerpunkte und die aufsteigende Tendenz gegen Ende bei Borussia Dortmund ihn jetzt dann doch wieder in den weiteren Kreis gehievt haben. Besonders ist sicher auch noch, dass Philippe Coutinho auch nur im Blickfeld auftaucht, der Mann, von dem bei Bayern München als Superstar gepriesen wurde, der aber noch Anlaufschwierigkeiten hat. Von Philipp Coutinho hatte man sich in München sicher mehr erwartet. Genau wie in Leverkusen von Kai Havertz. Beide landen nur im Blickfeld. Kai Havertz hat einfach sein Niveau der letzten Rückrunde nicht halten können. Das kann man natürlich zum einen auch auf seine Jugend schieben. Das ist ein junger Spieler immer noch mit 20 Jahren, der Schwankungen unterliegt. Aber er ist vor allem nicht mehr so torgefährlich wie in der Rückrunde, was vielleicht auch daran liegt, dass er oft eng, bisweilen sogar Mann gedeckt wird. Wenn andere schwächeln, freut sich Marcel Sabitzer. Gewählt von der Kicker-Redaktion zum besten offensiven Mittelfeldspieler der Hinrunde.